Rechtfertigungsgründe für einen Geschwindigkeitsverstoß. Auch im Ordnungswidrigkeitenrecht gilt das Prinzip, dass eine Tat gerechtfertigt sein kann. Das bedeutet, dass bei einem Geschwindigkeitsverstoß durch einen sogenannten rechtfertigenden Notstand die Tat möglicherweise nicht einer Verurteilung zugeführt werden kann. In einem Urteil aus dem Jahre 2014 wurde dies bestätigt für einen Arzt, der mit 75 km/h zu schnell unterwegs war, aber darlegen konnte, dass er zu einem schwerkranken Patienten, der sich in akuter Gefahr befunden hat, unterwegs war. Der Arzt wurde freigesprochen und damit durfte er seine Fahrerlaubnis behalten.